Hallo und herzlich willkommen zu einer verblendeten Kussa. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir die Schiene ein wenig nach hinten gezogen. Damit haben wir dann erreicht, dass die Stadioneinfahrt sanfter ist. Nur das Problem ist jetzt einfach, dieser Bereich hier, die Leute werden sich den Kopf stoßen. Ne? Weil das jetzt Ganze halt nach hinten gezogen wurde, ist die Schiene und das Stück hier, die Kunstform, ist jetzt näher aneinander gerutscht und deswegen, das müssen wir nach hinten verfrachten. Ich werde aber in der Timelapse mal gucken, wie weit, weil wir haben ja den Zug auf der Schiene und die Gäste, die da drin sitzen. Wir haben ja die Attrappen, wenn man einen Testmodus schaltet, dadurch kann ich halt testen, wie hoch das Ganze kommt und dann werde ich dementsprechend das nach hinten ziehen und werde selbstverständlich das Tor hier ein wenig nach links dehnen und das werde ich wahrscheinlich nach da setzen. Ich weiß gar nicht, wofür das war. War das eventuell für das Öffnen der Tore? Werde ich auf jeden Fall alles überprüfen, weil hier glitscht das durch und ist natürlich sehr unschön. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie weit wir nach da gehen, weil vielleicht werde ich auch die Tür wegmachen müssen. Wir müssen ja so ein gewisses Lichtraumprofil einhalten, ne? Armefreiheit. Weißt du, wenn du die Arme ausstreckst, dass du ihnen nicht gegenkommst, müssen wir mal alles gucken und ich werde das hier noch anpassen, selbstverständlich. Ja, dann habe ich heute aber sehr, sehr, sehr viel zu tun. Oh mein Gott. Okay, da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir viel Spaß in der Timelapse und ich spreche nachher natürlich nochmal zu dir und wir werden nochmal alles Revue passieren lassen, was in dieser Folge passiert ist. Bis dann. Tschüss.
So, willkommen zurück und ich habe leider nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, aber mir ist ein Fehler aufgefallen, der hätte mir später sehr viel Ärger und sehr viel Arbeit bereitet, denn die Schienen kamen sich hier zu nah, die Leute hätten sich da die Köpfe gestoßen oder wären sogar durchgeglitscht. Ich habe jetzt keine Probefahrt gemacht, aber es war einfach unmöglich, die so zu lassen. Heißt, ich habe ja, wie du gesehen hast, die ganzen Schienen neu gelegt. Es ist jetzt sehr viel sanfter, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich habe noch keine Probefahrt gemacht, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Aber ich bin jetzt erstmal super froh, das hinbekommen zu haben, denn es war eine Plackerei. Hast du gesehen, das war nicht so einfach. Oh nee, aber jetzt bin ich super zufrieden. Ich hoffe auch, dass sich das Ganze so fährt, wie ich mir das vorstelle. Wir werden vermutlich, so wie es aussieht, weil das Loch ist jetzt echt groß geworden, wahrscheinlich zwei Schiebetüren nebeneinander setzen. Die eine öffnet sich nach links, die andere nach rechts und dann schließen die sich auch hoffentlich wieder, wenn die Bahn dann hier drüber fährt. Die Marmorierung hier auf dem Boden für Start und Ziel habe ich jetzt final platziert. Die ist jetzt genau unter dem hier, ne, unter diesem Vorkasten. Ich weiß nicht, wie das heißt, der Fahnenschwenker, der da oben steht. Genau darunter sieht sehr gut aus. Ich hatte ja vorher, ja gut, die habe ich ja immer noch hier, die hätte ich eigentlich löschen. Okay, können wir jetzt so machen. So, weil ich habe die als ein Objekt deklariert. Die war nämlich in dem Ganzen hier miteinander verkoppelt und ja, das war ein bisschen doof, deswegen musste ich nämlich immer wieder in die Schienen rein, hier, ne, das markieren, das war schon sehr aufwendig und jetzt, weißt du, jetzt brauche ich einfach nur noch jetzt ein Vorführeffekt, okay, sehr, sehr, sehr schöner Vorführeffekt. Mann, das ist ja total einfach jetzt gerade. Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen oder was? So, nochmal. Ja, so, siehst du, ganz einfach konnte ich das jetzt markieren. Es ist jetzt ein Objekt, das heißt, ich kann das hin und her schieben, aber es bleibt da auf jeden Fall. Ja, es war vorher auch okay, zwei, ne, nebeneinander zu haben, aber jetzt finde ich das besser, haben wir eine doppelte Breite und nur noch auf einer Seite, finde ich okay. Und ich bin mal gespannt, ob, ja, die Autos werde ich natürlich auch nochmal ein bisschen umplatzieren müssen, weil wir haben jetzt hier weniger Platz. Da geht es ja nicht, weil da sind zwei Schienen immer übereinander. Müssen wir mal gucken, vielleicht werden wir ein Auto, ja, nicht löschen, ich wollte jetzt gerade sagen löschen, aber das wäre schwachsinnig gewesen. Vielleicht setzen wir ein Auto hier unten rein, müssen wir mal gucken in der nächsten Folge, aber das Finale sieht schon mal sehr gut aus, oder beziehungsweise die finale Schienenlegung. Und ja, vielleicht können wir ja, da das jetzt Ganze sanfter abläuft, ich habe ja diese Glättung noch gemacht und es geht hier auch nicht gegen, siehst du, da habe ich extra drauf geachtet. Vielleicht können wir sogar mit einer höheren Geschwindigkeit reinfahren, sprich, wir würden dann auch mit einer höheren Geschwindigkeit hier rausfahren, weil hier, hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, gebe ich vollkommen recht, war schon relativ langsam. Ich hoffe einfach, dass wir das jetzt damit auch gefixt haben. Und ja, in der nächsten Folge versuche ich dann das mal umzusetzen, was ich in dieser Folge machen wollte. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.